Die FIA European Truck Racing Championship zu Gast im tschechischen Most. Die Stadt in Nordböhmen, knapp 67.000 Einwohner, die meisten Motorsport verrückt, wird überragt von einer mittelalterlichen Burg aus dem 12. Jahrhundert. Das sechste Saisonwochenende der besten Truck-Rennfahrer Europas in vielerlei Hinsicht für Überraschungen gut. Denn es gab 4 verschiedene Sieger an 3 Tagen Truck Racing Action pur. Jeweils 2 Rennen, Samstag und Sonntag, mit einem Mann, der ganz klar im Fokus der Fans stand. Und er heißt Adam Latschko. Der Gesamtführende in der Meisterschaft kennt nur ein Ziel: seinen Vorsprung mit dem ein oder anderen Sieg in Most vor den heimischen Fans vergrößern. Ein kleines bisschen Druck ist durchaus vorhanden. Der Druck ist hier zu Hause in Most natürlich da, weil eine Menge Sponsoren, Freunde und Fans da sind, um David und mich zu sehen. Wir wollen das Beste geben, auf dem Podium stehen, und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, sind wir alle zufrieden. Da haben aber speziell 3 Rennfahrer was dagegen. Norbert Kiss hatte zuletzt in Ungarn in den Reverse Grid Rennen großes Pech, musste 2-mal einen Ausfall beklagen. Jochen Hahn in Most immer für einen Sieg gut, der amtierende Europameister punktgleich mit Kiss auf Rang 3 in der Meisterschaft. Und Steffi Halm, die nur 2 Punkte weniger hat als Kiss und Hahn und auch bereits 2-mal ganz oben auf dem Siegertreppchen stand in dieser Saison. Als erstes, Adam ist verdammt stark. Zweitens, er hat eine Menge Druck. Und es ist das erste Mal, dass er kurz vorm Titelgewinn steht. Ich kenne die Situation nur zu gut. Der erste Titel kurz davor, das ist so Von daher, wir bleiben cool. Alles ist noch möglich. Jochen und Steffi, die mit mir eng zusammenliegen, auf die beiden muss ich aufpassen und versuchen, vor ihnen zu landen. Wenn wir das erreichen, dann ist alles gut. If we succeed with that, then that should be very good. We are all very close together, always also in Wir alle sind sehr eng beieinander, in den Rennen, auch in den Qualifyings. Wir werden sehen, wer das Glück und den besten Speed in den anstehenden Rennen hat. Ein Blick auf den Gesamtstand in der Meisterschaft vor diesem Wochenende zeigt: Spannung herrscht derzeit hauptsächlich im Kampf um den 2. Platz. Am späten Freitagnachmittag wird Most zum ersten Mal vom Motorengebrüll der Racetrucks erschüttert. Die Fahrt ins Zentrum, ein toller Weckruf, denn allen ist danach klar, am Wochenende ist Truck Free auf der 4,2 Kilometer langen Rennstrecke, die 1983 eröffnet wurde und seit 1992 Truckrennen sieht. Most feiert 25-Jähriges. Der Titel Pechvogel des Wochenendes geht schon am Samstagvormittag an André Kursim. Der Führende in der Gesamtwertung des Promoters Cup muss seinen Truck in der Superpole auf Start und Ziel abstellen. Pech für Kursim. Wir haben einen Motorschaden, einen relativ kapitalen Motorschaden, der schwierig wird zu beheben. Ja, wir versuchen das jetzt. Wir haben noch die restlichen Motorenteile von Norbert von letzter Woche. Ja, da müssen wir jetzt schauen, ob wir das nochmal für morgen auf die Reihe kriegen. Die Startaufstellung für Rennen 1 sieht 17 Racetrucks auf dem sogenannten Grid. Gelegenheit für die Fans, die Fahrer und Fahrzeuge einmal aus nächster Nähe zu sehen. Und Zeit für den einen oder anderen, nach der Taktik zu fragen oder die Taktik nicht zu verraten. Startplatz 1 hat sich Jochen Hahn geholt vor Norbert Kiss. Pole Positions, we have lot in this season. Naja, Pole Positions haben wir eine ganze Menge in dieser Saison. Wir haben in der Sommerpause hart an unserem Start gearbeitet. Und ich bin optimistisch, dass wir bis zur ersten Schikane vorne sind. Wir werden es sehen. Aber aufgrund des Regens gestern wissen wir nicht, wie gut unser Setup im Rennen ist. Es ist eine kleine Lotterie, aber wir sind auf einem guten Weg. Genau hinter Jochen Hahn steht Adam Latschko auf 3, der tschechische Lokalmatador und Meisterschaftsführende, der 0,4 Sekunden Rückstand aufweist auf Jochen Hahn und nicht ganz zufrieden war. Neben Latschko steht Antonio Albacete, der Spanier, auf Rang 4, zufrieden mit seiner guten Qualifying-Performance.
Gute Laune auch bei Steffi Halm, der Fünften, die über die Distanz von 11 Runden hofft, den ein oder anderen Platz hier gut machen zu können. Insgesamt eine beeindruckende Kulisse in Most, startfrei für Rennen 1. Jochen Hahn innen gegen Norbert Kiss außen, so heißt das Duell in Runde 1. Der viermalige Europameister aus Deutschland setzt sich durch gegen den Ungarn im Mercedes-Truck. Latschko dahinter behauptet Rang 3, dann Antonio Albacete und Steffi Halm. Die erste Kurvenkombination, das Nadelöhr auf dem Autodrom hier in Most. Spektakulär, aber für Truckrennen eher ungeeignet, weil viel zu eng. Der Start ist nicht einfach für mich gewesen. Beim Anbremsen der Schikane ist der Motor ausgegangen. Ich wusste nicht genau warum, musste dann mit Hilfe der Kupplung den Motor wieder starten. Und deswegen hatte ich auch blockierende Räder. Steffi Halm hier direkt hinter den großen drei, Hahn, Kiss und Latschko, im Kampf mit und gegen Antonio Albacete. Schafft es aber letztlich am Spanier noch in Runde 1 vorbeizukommen, ist Vierte in ihrem blauen Truck mit der Startnummer 44. Das Feld danach aufgereiht wie an einer Perlenschnur. José Rodríguez, der Portugiese im MAN, von 10 gestartet mit der Startnummer 14. Mit Problemen aus der Cockpitsicht von Ostaszewski, dem polnischen Gaststarter, gut zu erkennen. Rodríguez rutscht zurück. Gegen Rennmitte dann. Latschko dran an Kiss, macht richtig viel Druck und geht in Runde 5 vorbei am Ungarn, der hier fair mitspielt und keinerlei Harakiri-Aktion reitet. Dahinter dann Halm und Albacete. Ja, ich habe ihn vor den Matador-Kurven eingeholt, bin dann vorbei und habe versucht, Jochen noch einzuholen. Aber der ist verdammt schnell gewesen. Weiter hinten spannender Kampf um Position 8, die ja bekanntlich im nächsten Rennen für die Pole-Position gut ist. Körber, Brereton und Smith. Die beiden Engländer gehen mühelos am Deutschen vorbei, der hier beim Hochschalten mal kurz ins Turboloch fällt. Vor dieser Dreierkampfgruppe fighten Sascha Lenz mit der 30 und David Brzezki mit der 33 um Position 6. Smith hier mit der Attacke auf Brereton kann einen Tick besser beschleunigen. Ein kurzes Hallo und der Landsmann weiß Bescheid. Sascha Lenz, Sechster, dann Brzezki, Smith auf der 8 vor Shane Brereton. Wir sind schon Anfang der letzten Runde. Der Tscheche Vrzecki kennt hier jeden Zentimeter auf dieser Strecke, hält mit 2 Minuten 1,34 den Rundenrekord in Most aufgestellt 2009, attackiert Sascha Lenz. Kleiner Kontakt und Lenz ist Rang 6 los. Vorne fährt Jochen Hahn zum vierten Saisonsieg vor Adam Latschko und Norbert Kiss. 13 Rennen musste er warten. Die Freude also dementsprechend groß beim Europameister des vergangenen Jahres. In der Sommerpause haben wir viel gearbeitet. Die Pole-Position heute und der Rennsieg, na, ich bin echt glücklich. Das ist doch gut, wenn du hart arbeitest und du gewinnst. Das Ergebnis des ersten Rennens im Überblick, Ryan Smith auf Rang 8, startet somit im anschließenden Reverse-Grid-Rennen, also von der Pole-Position. Applaus für Adam Latschko, Jochen Hahn und Norbert Kiss. Für Adam Latschko sind es weitere 15 Punkte auf dem Weg zum möglichen Gewinn des ersten ETRC-Titels. Fester Programmpunkt an beiden Tagen, die Autogrammstunde mit allen Fahrern, für jeden Fan zugänglich und die Gelegenheit, nicht nur ein Autogramm zu bekommen, sondern auch schnell mal kleine Benzingespräche zu führen. Rennen 2 des Tages am späten Samstagnachmittag sieht also Ryan Smith, den charismatischen britischen Entertainer, auf der Pole Position. Der Mann aus England hat auf dieser Rennstrecke vor genau einem Jahr seinen ersten Sieg in der ETRC gefeiert. Mit Sascha Lenz steht starke Konkurrenz gleich daneben. Es hängt davon ab, was passiert. Druck, Fehler, der Start. Im vergangenen Rennen hat es so lange gedauert, bis die Ampeln auf grün sprangen. Dadurch bin ich direkt auf 10 zurückgefallen. Hoffentlich schaffe ich es, Platz 1 zu halten und ein gutes Rennen abzuliefern.
I'm not going to even commit to say a position, but you know, hopefully we can have a good run. Bei Sascha Lenz liegt der Fokus klar auf der ersten Schikane am Ende der Start-Ziel-Geraden und den Blick in den Spiegel. Du guckst überall mal und hoffst einfach nur, dass du gut durchkommst. Und ich hoffe natürlich jetzt auch. Und danach werden wir am Ende vom Rennen sehen, wo wir rauskommen. Hinter den beiden in Reihe 2, David Wrzecki und Antonio Albacete. Steffi Halm wird als Fünft ins Rennen gehen. Die tschechischen Fans drücken natürlich Laczko, Wrzecki und Wojtyszek die Daumen. Dann der Start. Ganz spät schaltet die Ampel wieder auf grün. Dicht gedrängt geht's in Richtung des Rechts-Links-Knicks am Ende der Start- und Zielgeraden. Die Sicht von Adam Laczko. Vorne Ryan Smith. Kommt mit Lenz sauber durch diese Kurvenkombination hindurch. Steffi Halm holt sich Position 3 gegen Wrzecki. Und Frankie Wojtyszek muss einmal kurz hier nach einem Kontakt mit Brereton durchs Kiesbett. Das Ganze nochmal aus der Sicht von Adam Laczko. Auch sein Teamkollege kommt hier weit nach draußen, wird leicht von Steffi Halm rausgedrückt. Und Kiss kommt Albacete in die Quere, kann den Truck zum Glück aber noch abfangen. Albacete und Kiss Seite an Seite. Wieder mal wird Kiss Truck hinten angehoben. Die Situation aber zunächst ohne Konsequenzen für den Ungarn, der als Fünfter losgefahren ist. Kiss kann seine Position halten, während der Spanier Albacete nach dem Kontakt mit Kiss von 4 auf 7 zurückfällt. Nach dem Start der Schikane bin ich wieder geradeaus gefahren, aber Antonio ist mir in die Quere gekommen. Es war verrückt, wie immer in den zweiten Rennen. Ich habe einige Schläge rechts und links abbekommen. Kiss und David haben mich in die Zange genommen. Ich musste quasi von neu anfangen und habe ein paar Plätze verloren. Ich hätte gut und gerne in Steffis Position sein können, wenn ich es geschafft hätte, an David vorbeizukommen, habe aber die falsche Linie gewählt. So ist das halt im Motorsport. Nachdem sich das Feld dann sortiert hat, führt Smith vor Lenz und Halm. Die deutsche Truck-Racerin, die einzige Frau im Starterfeld, attackiert Ende Runde 2 Sascha Lenz und geht vorbei. Lenz leistet hier relativ wenig Gegenwehr, da beide fürs gleiche Team kämpfen. Vorne Ryan Smith, dann Halm und Lenz, während Wrzecki als Vierter die starken Verfolger Kiss, Laczko, Albacete und Hahn ein kleines bisschen aufhält. Wir sind an Bord bei Norbert Kiss. Gut zu sehen, dass Laczko hier eine Attacke plant. Ende der Start-Zielgeraden. Wrzecki spielt Bremsklotz und Adam Laczko sagt Danke. Unter dem großen Jubel seines Teams, der gesamten Mechaniker, geht Laczko vorbei an Norbert Kiss, der Opfer der Blockadetaktik von David Wrzecki wird, aber auch nicht wirklich dagegen halten kann, aufgrund eines Folgeschadens nach dem Kontakt zu Beginn des Rennens mit Antonio Albacete, dem Spanier. Wenn Adam on the first braking zone. Als Adam neben mir gebremst hat, hat David genau vor mir so stark gebremst, dass Adam total einfach vorbeigehen konnte. Danach bekam ich Lenkungsprobleme und konnte nur noch langsam fahren. Anschließend wird Norbert Kiss von Antonio Albacete in Runde 5 überholt und auch Jochen Hahn schnappt sich kurz darauf den Champion von 2014 und 2015, Kiss nur noch Siebter. Steffi Halm auf Position 2 macht Druck gegen Ryan Smith. Der Kampf um die erste Position tobt das ganze Rennen über. Bei Norbert Kiss wird die Lenkung immer schwergängiger. Deshalb entscheidet sich der Ungar in Runde 8 aufzugeben. Und drei Runden später sieht Ryan Smith als erster die Zielflagge, feiert seinen zweiten ETRC-Sieg genau ein Jahr nach dem Premierensieg in Most vor Steffi Halm. Steffi, congratulations. Congratulations. You didn't make one mistake. I see you everywhere. Yeah, because it was. Große Freude bei diesen beiden. Sascha Lenz rettet sich knapp vor Adam Laczko ins Ziel und wird Dritter zum zweiten Mal in dieser Saison. Oh, yeah.
Es war echt schwierig, ich konnte im Spiegel keinen Fehler bei ihr ausmachen, nicht einen einzigen. Aber fairerweise muss ich sagen, ich habe auch keinen Fehler gemacht und konnte konstant fahren, um das Ding dann nach Hause zu bringen. Die letzten Runden gingen mir nicht schnell genug vorbei. Ich bin hoch erfreut, ein gutes Gefühl. Das Resultat von Rennen 2 nochmal zum Mitlesen. Bei der anschließenden Siegerehrung also mal keiner der großen drei auf dem Podium. Insbesondere für Sascha Lenz ein toller Erfolg. Konnte mein Rennen fahren, hab gesehen, Chefi kommt. Dann habe ich sie vorbeigelassen, wir fahren Teamwertung zusammen, wir müssen zusammenhalten. Und dann habe ich zum Schluss gesehen, dass Adam immer näher kommt. Bis zu den letzten zwei, drei Runden und dann ist der Abstand geblieben. Und dann wusste ich, ich kann es schaffen und habe keinen Fehler mehr gemacht und bin super happy. Tag 1 geht also zu Ende ohne den erwarteten Sieg von Adam Latschko. Und der Sonntag startet für die vielen, vielen Fans. 95.000 waren es insgesamt am Wochenende mit der Hoffnung, dass Adam Latschko vielleicht heute zum Sieg fährt. Die Voraussetzungen dafür besser als tags zuvor, denn der Mann im Freightliner-Truck mit der Startnummer 55, Trainingsschnellster, startet also von der Pole-Position. Neben ihm in der ersten Reihe Jochen Hahn. Und Adam Latschko, der Tscheche, ist optimistisch. Der Start ist immer hart. Mal schauen, wie es bei mir und Jochen klappt. Steffi startet immer sehr gut. Nach der Schikane wissen wir mehr. Brisantes Duell auch in Reihe 3. Norbert Kiss gegen Ryan Smith. Die beiden Streithähne, die schon in Budapest eine Woche zuvor aneinander geraten waren. Kiss auf 5, Smith auf 6. Die 55 von Latschko und die 1 von Hahn beim Start also vorne. Dahinter Albacete im roten und Halm im blauen Truck. Die ersten 4 kommen gut durch die Schikane, dahinter aber rumpelt's heftig. Sascha Lenz eingeklemmt zwischen Wrzecki links und Smith rechts. Dann kommt Kiss von links dazu und Smith dreht sich. Das Ganze nochmal aus der Cockpit-Sicht von Smith. Man hört hier 2 Schläge und dann geht's rund. Ich hatte eigentlich einen wirklich guten Start, war am Start schneller als Norby und habe ihm innen Platz gelassen. Nach der ersten Kurve ist die Hölle losgebrochen. Ich bin von vorne und von der Seite geschoben worden und mir wurde auch noch die Tür von ihm abgerissen. So lässt die Rennleitung den Briten jedenfalls anschließend nicht weiterfahren. Smith muss aufgeben. Das zweite Opfer der Startkollision, Gerd Körber, bei dem wir hier an Bord sind. Ein bisschen geht's zu, wie beim Autoscooter auf der Kirmes. Aus der Heckkamera von David Wrzecki gut zu erkennen, dass Körber auf das Heck hier von Sascha Lenz auffährt und sich dabei den Kühler beschädigt. Die Folge, Körber muss anschließend nach Runde 2 seinen Iveco abstellen. Ryan Smith hat sich gedreht und jeder musste abbremsen. Nur das siehst du im Pulk nicht, wenn du direkt an der Stoßstange eines Mitbewerbers hängst. Also somit war das ein ganz normaler, blöder Rennunfall. Gegen Rennmitte, Latschko liegt vor Jochen Hahn. Dahinter dann Albacete in Rot. Dann Halm und Kiss, die Top 5, alle fast gleich schnell unterwegs. Und sensationeller Sechster ist zu diesem Zeitpunkt Frankie Wojtyczek, der 56-jährige Tscheche, der alle 25 Truck-Rennveranstaltungen in Most als Fahrer miterlebt hat. Im weißen Truck mit der 91 unterwegs, Landsmann Wrzecki jagt Wojtyczek und den Porten. Rodriguez ist aber hier zu optimistisch und verliert seine Position an Sascha Lenz. Im Ziel Adam Latschko vorne, gewinnt also endlich ein Rennen in Most. Zweiter wird Jochen Hahn vor Antonio Albacete. Adam Latschko ist weiter auf einem guten Weg Richtung Titelgewinn 2017, macht nicht nur sich, sondern auch die vielen tschechischen Fans glücklich. Nach dem Start und Durchfahren der ersten Schikane war es dann etwas einfacher mit Jochen hinter mir. Mit einer kleinen Lücke habe ich mich aufs Fahren konzentriert und versucht, den Vorsprung kontinuierlich zu vergrößern.
Als ich dann sah, dass es klappt, bin ich konstant sicher gefahren, um hier zu Hause vor den Sponsoren und den Fans Erster zu bleiben. Tja, geschafft. Große Erleichterung also beim Tschechen, der auch im Champagnerflasche öffnen gerne mal der Schnellste ist. Hinter den Top 3 sammeln auch Steffi Halm und Norbert Kiss fleißig weiter Punkte. Sechster wird Sascha Lenz vor Rzeczki. Frankie Wojtyszek bekommt wegen Overspeeding eine 10-Sekunden-Strafe, wird Zehnter. Das letzte Rennen in Most. Erneut ein Reverse-Grid-Rennen. Sieht genau wie tags zuvor einen Briten auf der Pole-Position. Shane Brereton im Truck mit der Startnummer 17. Das ist schon eine Menge Druck hier. Wenn ich aber einen guten Start hinkriege und David hinter mir halte, dann kann es klappen, dass ich vielleicht vorne bleiben kann. Neben Brereton steht David Wrzecki, der Tscheche, der sich insgeheim wohl auch einen Sieg in diesem Rennen erhofft. Von Position 3 wird Sascha Lenz ins Rennen gehen, der noch auf einen Sieg in der Truck EM wartet. Und Ryan Smith kann dank geliehener und orangefarbener Tür von Sascha Lenz auch an Rennen 4 teilnehmen, muss von ganz hinten starten. Dann der Start. Shane Brereton gewinnt das Duell hin zur ersten Kurve gegen Wrzecki, der seine zweite Startposition gegen Sascha Lenz verliert, der etwas besser hier aus Turn 2 heraus beschleunigt. Mit bester Sicht auf dieses Duell Steffi Halm, die sieht, dass Sascha Lenz an Wrzecki vorbei ist, aber auch sieht, dass Wrzecki sich wenig später seine zweite Position gegen Sascha Lenz wieder zurückholt. Ein beinhartes Duell, das der Tscheche und der Deutsche hier führen. Zuerst schiebt Sascha Lenz Wrzecki fast von der Strecke. Und eine Kurve später schlägt der Tscheche dann im Freightliner mit der Startnummer 33 zurück. Da fehlt dem jungen Deutschen, der erst seine zweite volle ETRC-Saison fährt, ein bisschen die Erfahrung. Ich hatte mich, glaube ich, ein klein wenig verbremst gehabt. Er war auf der Außenbahn, haben Platz gelassen. Und dann ging es die Rechtskurve und dann hat er mir keinen Platz mehr gelassen. Im Gegenteil, er hat mich rausgedrückt, kam auf Gras und dann hast du ja keine Chance mehr. Dann ist die ganze Perlenkette an mir vorbeigefahren. War ein bisschen schade, aber das Rennen. Und kann damit trotzdem zufrieden sein beim kompletten Wochenende. Eine Runde später, die gleiche Stelle. Wrzecki auf 2 gegen Steffi Halm auf 3. Wrzecki macht gnadenlos zu. Steffi Halm schiebt ihn hier fast von der Strecke. Kritische Situation, die beiden Beteiligten unterschiedlich bewerten. Ja, ich hatte ein bisschen Action mit Steffi. Wir haben uns berührt, aber ich habe im Spiegel gesehen, dass es nicht so schlimm war. Da war Platz für mich, auch wenn es vielleicht weniger als 5 cm waren. Er hat mir einfach keinen Platz gelassen. Ich bin einmal sogar komplett auf die Seite draufgefahren und aufgestiegen. Wir hatten Glück, dass für uns beide das Rennen nicht beendet war. Für mich ist das nicht das, was ich machen möchte, wenn ich race. Er ist natürlich langsamer, er hat schön verteidigt, aber die Aktion war einfach nicht gut. Shane Brereton fährt vorne ein einsames Rennen, baut Runde um Runde den Vorsprung aus. Dahinter kämpfen Wrzecki, Halm und Kiss um die beiden freien Plätze auf dem Podium. Der Brite sieht am Ende aber als Erster die Zielflagge, gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere ein ETRC-Rennen. David Wrzecki mit kleinem Vorsprung Zweiter und Steffi Halm wird in einem Herzschlagfinale Dritte, 38.000stel Sekunden vor Norbert Kiss. Der Sieg für Brereton, aber die Kirsche auf der Sahnetorte für den bescheidenen Briten, der an diesem Wochenende zudem dreimal im Promoters Cup triumphiert. Ja, es war ein einsames Rennen. Ich wusste, wenn ich den Bugira bis zur ersten Kurve kriege und nicht zu spät bremse, dann könnte ich das Rennen machen. Das habe ich geschafft und habe in meinem Spiegel gesehen, wie sie hinter mir am Kämpfen waren. Danach war alles ruhig und ich habe es ins Ziel gebracht. Wunderbar. 10 Piloten in knapp 12 Sekunden, die Plätze 2 bis 10 weniger als 5 Sekunden auseinander. Ein nicht ganz alltägliches Ergebnis in Rennen 4. Das also die Top 3 dieses Rennens. Shane Brereton vor Wrzecki und
Steffi Hall. In der Gesamtwertung führt Adam Latschko nach 6 von 9 Rennwochenenden jetzt mit 60 Punkten Vorsprung auf Jochen Hahn. Dritte ist Steffi Halm, vierter Norbert Kiss. Und auf der zweiten Seite sehen wir die beiden britischen Starter Ryan Smith auf der 11, Shane Brereton auf Position 12. Das letzte Saisondrittel der FIA European Truck Racing Championship wird mit Runde 7 in Zolder eingeläutet auf der belgischen Traditionsrennstrecke zwischen Aachen und Brüssel, wo wieder eine ganze Menge Fans erwartet werden.